Tag! Nächster Renntag. Was haben wir denn hier? Willow Springs 2. Die Federn. Willows Federn. Das auch noch in der Fortsetzung. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wählen Sie einen Gripwagen. Wählen Sie einen Dragwagen. Mehr gibt's hier nicht. Weder Drift noch ein Speed. Na, dann ist ja aber... Ja, ich, gut, na dann. Ich bekomme gerade einen Hinweis, dass Willow Springs die schnellste Straße im Westen genannt wird. Ich kann mir denken, warum, aber mit Sicherheit hat noch keiner gesehen, was direkt vor der Haustür auf Highway 14 abgeht. Wieso? Roadkills? Anschließend anhalten, das Zeug aufsammeln auf dem Grill? Seht ihr auch, was ich sehe? Das ist er. Das ist Ryan Cooper. Ab auf den Grill mit dem Squirrel. Völlig verschaltet. Und versaut. Toll. Hab ich gut. Mann, bin ich gut. Auge in Auge. So, hat es diesmal geklappt? Nicht gut, nicht gut. Wir haben noch ein Rennen vor uns. Und das ist die Entscheidung. Wo sind meine Leute hier? Komm schon, die Jungs, die geben alles. Also, macht mit. Na, also, es geht noch. Mein Freund, Mr. Cooper, der Kämmer. Das ist mein Mann. Auf geht's. Die Ampeln sind an. Wir sind soweit. Wir sind startklar. Tja. Tja. War wohl nix. Machen wir gleich nochmal. Ich muss mal vorher in die Garage. Vielleicht kann ich da noch ein Quäntchen mehr rausholen. Ja, doch, da ist er. Na, da komme ich gar nicht weit. Nee. Bringt alles nix. Nee. Kann ich denn das überhaupt? Dämpfzugstufe vorne, die ein bisschen härter, hinten reicht so. Federrate vorne, straff hinten meinetwegen auch. Bodenfreiheit niedrig. Stabis straff hinten auch ein bisschen. Reifendruck vorne wäre ja niedrig sinnvoller.
Und hinten hoch. Weil hinten brauchen wir nicht so. Spur lassen wir so, wie sie ist, um Gottes Willen. Sturz brauchen wir auch nicht. Nachlauf brauchen wir nicht. Lenkübersetzung. Boah, können wir auch so lassen. Motor, Boost, Start. Machen wir mal so. Boostende hier. Nitrodruck hoch. Nitrodurchfluss auch hoch. Ah, Antrieb kann ich nicht. Schade. Bremsen nicht, okay. So, jetzt wäre ich mal gespannt. Ich sag's einfach mal so, Leute. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass die uns hier reingelassen haben. Auch nicht besser. Einer nur noch vor mir. Hier ist mein Freund Ryan Cooper. Der Typ ist eine Macht da draußen auf dem Strip. Ein echter Gleichfuß. Und er hat die richtigen Reflexe. Na also, es geht noch. Mein Freund Mr. Cooper, der Kenner. Das ist mein Mann. Oh, Moment. Wartet. Ich krieg irgendwie nie den zweiten Gang richtig rein. Ich drück drauf und der braucht ein bisschen. Blöd. Völlig verschaltet. Na gut, das kann man dann unter Ult verbuchen. Wie auf Platz 3. Mist. Das wird ein verdammt hartes Match ohne Rücksicht auf Verluste. Einige Jungs vom Apex Gleichen sind hier mit voll. Weg von meiner Seite.
Ja, rausgeflogen, Mist. Ja, keine Kurve gescheit. Und ich sag noch, die Ideallinie hilft mir dabei. So kann man sich irren. Easy. Also, ich muss euch schon sagen, dieses Wochenende geht's ganz schön hart zur Sache. Die Fahrer kämpfen mit allen Mitteln. Ja. Ja, das ist ja richtig gebracht, dass du da Gas gegeben hast, Leute. Die erste Kurve nähert sich. Oh, schnell abbremsen. Eine Kurve. Uah. Wir sehen hier einige Zweikämpfe. Diese Ordnung
Ja. So war das auch geplant. Nitro, Stufe 3, jawoll! Sekunde. Ich muss mal gerade hier noch was suchen. Okay, es geht weiter! Genau, weiter geht's. Es gibt keine Handicaps und jeder gewinnt alles, was er hat. Wenn er als erster die Ziellinie überquert und gewinnt. R.S. Cosworth. Jemand mit Geschmack. Danke, dass ihr hergekommen seid. Das ist wunderbar. Ach, da ist er. Der Kilbe. Hat überlegt, wo zum Geier soll er denn sein? Rempel, Rempel. Rempel, Krach. Oh, scheiße. Mist. Dachte, ich krieg's schadenfrei hin. Hier so eine Art Mini-Karussell hier. Wie heißt denn das? Angeschrägte Oval? Whatever? Ganz schlecht beim Durchfahren bei sowas. Ganz schlecht. Upsa. Nicht aufs Dach legen. Das hier hat ganz viele Stoßstangen gekostet. Wer baut denn so eine Strecke?
Jetzt kommen wieder diese blöden Kurven hier. Nein, kann er nicht. Ich die mir nämlich hole. Ich, ganz alleine. Ach, ich halte jetzt einfach mal an. Sieht ja gar nicht gut aus. Ja, ich. Ja, ich möchte mit einem beschädigten Wagen tatsächlich dran teilnehmen, weil ich nämlich keinen Bock habe, den jetzt zu reparieren, damit wieder ein Rempler mich wieder ordentlich Geld kostet. Danke. Was ist das für eine Aktion, Keule? Und zwar nicht mal ultra knapp. Das heißt, das wird was Entspanntes. So. Total dominieren tue ich ja leider nicht. Es hat ja leider nicht geklappt. Doch. Glück gehabt. Sind wir hier? Reparaturgutschein. Na gut. Der Junge kommt direkt von der Straße und ohne lange zu fackeln, gewinnt er jedes Rennen, das er fährt. Es ist echt unfassbar. So, Renntag verlassen. Okay, ja. Jawohl. Genau, das musste mal gesagt werden.
So, ich möchte jetzt in meine Garage. Und zwar, ich habe ja hier irgendwie festgestellt, dass wir vom Subaru Blaupause anpassen. Wir haben ja Nitro geschenkt bekommen. Haha. Und zwar gleich Stufe 3. Das freut mich doch sehr. Zack. Da ist es drin. So, ja, natürlich möchte ich sie aktualisieren. Und ich muss ja wohl dringend was beim dem hier tun. 19,6. Kann man sich überhaupt irgendwas kaufen? Ah, viel zu teuer. Antrieb. Oh ja, gerade so. So. Tuning. So, das war alles in Ordnung. Federrate hinten straff ist okay. Bodenbreite ist okay. Dann machen wir mal so. Hinten hoch ist eigentlich in Ordnung. Das hatten wir alles richtig. Motor, so den Boost startet, ist in Ordnung, aber das muss doch ein bisschen mehr nach hier. Nitro-Druck ist gut, Nitro-Durchfluss ist auch gut. Kann ich nochmal so machen. Ich habe nichts von, wenn das Nitro immer noch am Allewerden ist, weil ich, wenn ich den Gang wechseln muss. Sondern das soll ja möglichst während der Gang selber noch drin ist und der Wagen beschleunigt das Nitro diese eine Stufe komplett durchlaufen. Für die maximalste Beschleunigung. Deswegen ist der Nitro-Druck eigentlich recht wichtig. Weil je mehr Druck, desto mehr Rums. Und Nitro-Durchfluss kriege ich, es kommt auch mehr durch. Zumindest verstehe ich das hier so. Kann ja sein, dass ich mich völlig irre. So, Antrieb, da haben wir es. Der erste wird erstmal ein bisschen höher. Der zweite, eigentlich können wir den fast so machen. Der zweite so. Den dritten so. Na, der dritte könnte eigentlich so. Den vierten, den brauche ich relativ lang. Der fünfte kann eigentlich wieder kurz. Den mache ich mal trotzdem so. Ach, wir haben noch einen sechsten. Wir haben 6 Gänge. Okay, dann machen wir es mal so. So, und Achsübersetzung machen wir kurz. Dann prügelt das ein bisschen besser rein. Bremsen haben wir nicht. Und dann sind wir einmal durch. Okay. Dann bitte einmal die Blaupause aktualisieren. Und im nächsten Rennen wissen wir dann, also im nächsten Video, beim nächsten Renntag, wissen wir dann, ob ich die Kiste komplett Schrott gebastelt habe oder ob es was gebracht hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ich euch im nächsten Video wieder mit begrüßen darf. Bis denn, tschüss.